So Leute, willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Link to the Past. Beim letzten Mal hatten wir den Wald betreten. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wie er hieß. Wie heißt der Wald nochmal? Das ist auf jeden Fall ein Wald, da liegt eine komische Mine. Ich renne nicht drauf. Beim letzten Mal haben wir, ja, genau das haben wir gemacht. Da ist ein Typ, der klaut uns eine Biene. Meine ich zumindest. Wir haben hier komische Master-Schwert-Fakes gefunden. Nee, ich will nichts von dir, mein Lieber. Lass mich mal bitte in Ruhe. Wenn ich ein bisschen seltsam klingen sollte, ich habe gerade eine ganz unbequeme Position eingenommen, weil ich möchte nicht, ich möchte mal meinen Controller ein bisschen anders halten. Den halte ich nämlich jetzt eleganterweise so, dass man ihn nicht hört. Ich halte ihn nämlich unter meinen Tisch, das heißt, ich sehe ihn auch nicht. Ist er weg? Ah, ist weg, super. Gott lobe doch mal diese verschwindenden Charaktere, wenn man den Screen verlässt. An der Stelle möchte ich... ein Pilz. Yay! Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Das riecht sicherlich super. Jetzt habe ich mal eine kleine Frage an euch an der Stelle, und zwar... was findet ihr eigentlich besser, wenn ich direkt... Dankeschön, das ist hochelegant von mir, dass ich da jetzt aufgepasst habe. Es piept nicht, oder? Ich dachte gerade schon, es piept. Jetzt kommen wir hier zum Master Sword, aber... Naja. Da ist das Master Sword! Ich will's haben! Hier nicht. Genau, ich wollte fragen, was findet ihr besser, wenn ich direkt zum Punkt komme bei der Story? Das heißt, immer von Dungeon zu Dungeon renne und dann, nicht groß erkunde. Oder findet ihr besser, wenn ich erst mich auch ein bisschen umsehe und gucke, was ich schon machen kann und so. Und dann halt nicht erst später zu den Punkten kommen. Wenn ich, also, das ist halt das. Ja, genau. Also entweder direkt zu den Dungeons rennen und dann halt zum Schluss. Oh, eine Fee. Alles sammeln, was man sammeln kann, weil dann kann man sicher alles sammeln. Oder soll ich das immer so ein bisschen zwischendurch mal machen, wenn ich Lust und Laune habe, mal ein bisschen umzuschauen. Abgesehen davon, dass ich jetzt nochmal kurz überlege. Genau, wir wollten in die Wüste, da war ja was. Ja, was hat im letzten Part unser erstes Herz bekommen? Ich kann ja nicht durch, war klar. Das war ja wieder mal klar. Natürlich kommen wir da nicht durch, weil das wäre ja auch lame, wenn wir durchkommen würden. Das heißt, da müssen wir außen rumrennen. Kennt man ja, die ganze Situation, wenn man auf einmal wieder außen rumrennen darf, weil Langeweile. Ja, ich bin sowieso eher ein größerer Freund der 3D-Zeldas. Das liegt aber meist, also der neueren Zeldas. Das liegt jetzt aber nicht in der Story, das liegt mir vielmehr daran, dass ich... Jetzt kommt hier gleich wieder Grafikpuro und alles mögliche... Ha, du kannst mich heute nicht treffen. Ha, 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 ha. Was machst du in diesem Busch drinne? Du komischer Drecksack. Geh weg. So, Denken. Der Pilz ist schon wieder da. Yay, ich sammle ihn nochmal ein, weil Langeweile. Haben wir jetzt eigentlich im Inventar? Ja, da. Fliegenpilz. Schön. Dankeschön, Mine. Ich wollte irgendwas sagen. Vergiss ihn. Voll blöd. Ich finde ja außerdem die Musik hier drin sehr schön. Genau, was ich sagen wollte. Moderne Zelda und so. Weil bei den alten Zeldas, ich erkenne teilweise nicht mal, was die Gegner sein sollen. Das hatte ich jetzt letztens bei Oracle of Ages. Habe ich privat wieder mal so minimal weitergespielt. Oh mein Gott, ich bin draußen. Yes. Lass mich mal in Ruhe. Das war elegant. Ich habe gedacht, der trifft mich jetzt. Aber egal. Und zwar habe ich bei Oracle of Ages gibt's einen Gegner, beziehungsweise nicht nur einen Gegner. Es gibt eine Gegnerart, die zum Weiterkommen erforderlich ist, bei der man die muss man anzünden, weil das sind Kerzen oder sowas in der Art. Aber das muss man erstmal erkennen, dass das überhaupt Kerzen sind. Und das kotzt mich so ein bisschen an. Bei anderen Zeldas weiß man halt, okay, das ist so ein Gegner und da weiß ich, gut, so kann ich den besiegen. Stimmt, ich kann das jetzt noch nicht machen. Ich hab gerade überlegt, kann ich schon, oh, eine Bombe, schön. Kann ich schon jetzt drüben das Spiel machen? Das habe ich aber schon mal probiert. Also das eine Herzteil. Habe ich schon wieder vergessen. Nee, und das habe ich also als Problem mit den 2D-Teilen, weil die teilweise, die Rätsel funktionieren nur deshalb, weil sie einfach keinen Sinn ergeben würden in einem 3D-Zelda. Beziehungsweise in einer modernen Auflage. Sind ein paar Sachen dabei, die würden einfach keinen Sinn ergeben. Möchte ich aber eigentlich nicht mehr darauf eingehen. Das wollte ich nur mal gerade entgegengebracht haben. Hallo, Vogel. Und, ja. Was ich mir jetzt... Ich kann ja mal ein bisschen Smalltalk machen, während wir hier in Richtung, Wüste rennen. Moment. Ja, ich glaube, die brauche ich jetzt noch nicht. Ich glaube, die brauche ich erst später. Ich muss doch nach unten. So. Schwer so ein blöder Bogenschütze.
Mach eine Pflege. Du. Kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Das habe ich letztens erst überlegt gehabt. Was passiert, wenn man zu einer Ameise sagt, mach eine Fliege? Okay. Eigentlich nichts, weil die Ameise wird sicherlich nichts tun, wenn du ihr einfach sagst, mach eine Fliege. Ich nehme einfach mal das Schild mit. Das hatte ich jetzt gerade auch im Kopf, dass er irgendwie hinterher rennt. Warum nur warum? So. Ne, was soll denn eigentlich auf dem Schild drauf? Das hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. So. Sprich mich nicht an. Ich bin ein komischer Kauz. Schild nicht herausziehen. Achso, okay. Deshalb hat er uns also verfolgt. Ne, was ich eigentlich... Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen so Smalltalk machen, wenn wir hier schon durch die Gegend rennen und ich habe keine Ahnung, wohin überhaupt. Dann, und zwar wollte ich mal noch so ein bisschen auf die kommenden Projekte so eingehen. Ja, super, kommendes Projekt, das hier, ich habe gerade mal einen Dungeon aus dem Spiel und da geht jetzt schon wieder von kommenden Projekten und Folgeprojekten und was weiß ich. Ich werde die Erholung verschaffen, schieße den Augen und erhole dich. Ja, danke schön, das ist aber nett von dir. Mal überlegen, Moment, das wollte ich irgendwas sagen, genau. Diese blöden Feen unterbrechen mich immer. Ja, und hab überlegt, das ist eigentlich, ich bin mir ziemlich ausgeplant, also da kommt noch einiges so dieses Jahr. Hallo, blöder Geier, der mir jetzt schwer tierisch auf den Sack geht. Geh sterben, geh sterben. Was macht da diese Mine mitten im Sand? Ich verstehe es nicht, aber okay. Warum liegen hier lauter Minen im Sand rum? Da kann ich mich jetzt gerade echt nicht dran erinnern. Hallo, du komischer Sandmann, du. Au. Okay, Kakteen sind spitz. Haben wir das gerade nochmal geklärt, so für die allgemeine Zuschauerschaft? Was war hier drin nochmal? Ich hab schon wieder zwei Herzen verloren. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Ich renne einfach willkürlich einen Gegner an. Oh, Sarasakala, bist du's? Dies ist mein Buch, das ist das Buch Modora. Mit ihm kannst du die Sprache der Hylia übersetzen. Oh mein Gott, er hat auf einmal eine Epic Voice angestimmt. Oh mein Gott, ich sehe es. Boom. Da drinnen ist ein Herz, falls er ihn richtig erinnert. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Mit einem Herzteil. Yes, nice. Ein Herzteil gefunden. Da wäre ich niemals drauf gekommen, als ich das Herzteil gesehen habe, dass ich es gefunden habe. Ich dachte, ich habe es gerade in die Truhe gesteckt. Schon die Überlegung, Link reißt sich ein Viertelherz raus und steckt es in die Truhe. Warum auch nicht? Wenn er Lust drauf hat, dann soll er das doch bitte tun. Und nicht gegen die Wand rennen. Das hält so seine Vorteile. Eieiei, wo muss ich jetzt hin? Ich weiß, hier ist auf jeden Fall der nächste Dungeon in der Nähe. Aber okay. Bin auch gespannt, wie lange das Projekt gehen wird, weil, wie gesagt, prinzipiell kein... blöde Kakteen. Prinzipiell kein langes Spiel. Ich seh mich verrecken, wobei ich hab noch zwei Feen. Meine ich gerade. Hallo, komischer Sandtypi. Ich meine, ich hab noch zwei Feen, also so schnell verrecke ich schon nicht. Hörst du mal bitte auf, mich die ganze Zeit zu verfolgen? Das geht mir tierisch auf den Sack. So, danke. Oh Gott, das ist ein Herzteil. Hab was auch mal geklärt. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Hoffe ich jetzt einfach mal, wenn noch was ist. Ich werde später nochmal zurückkommen. Nee. Gut. Haben wir das auch geklärt? Sprich von dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. Ich wünsche mir ein Auto. Auf jeden Fall. Nichts anderes auf dieser Welt. Würde ich mir mehr wünschen. Vor allem diese Cutscene, ne? Diese Cutscene. Sehr schön. Vor allem erstmal Rückweg versperrt. Super. Was ein Spaß. Was ist das eigentlich für eine so komische Steintafel? Da ist eine Steintafel, steht drauf, spricht Wunsch aus. So, willkommen im Sandpalast oder Wüstenpalast. Ich habe keine Ahnung, wie der hier heißt. Ich hasse es, wenn Namen von irgendwelchen Orten nicht angezeigt werden, weil ich prinzipiell nicht weiß, wie sie heißen. Außer in Spielen, die ich irgendwie schon zweimal gespielt habe oder dreimal. Da weiß ich, dass dann meistens irgendwelche Let's Plays, aller Majora's Mask, so, dann weiß ich wenigstens, wie die Dinge heißen. Aber steht's auch da? Oh Gott, nein, die Zyklopen. Nein, nein, nein. Ah, diese Gegner, die haben mich so abgefuckt, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe. Diese blöden Dreckszyklopen, die haben mich immer abgeballert. Sowieso dieses blöde... Dieser blöde Dungeon, der hat mich so abgefuckt. Abgesehen davon, dass die Gegner hier teilweise viel zu OP sind, gefühlt, war mir einfach dieser Dungeon gegen mir so gegen Strich. Glaubst du gar nicht. Nein. Da ist offensichtlich nichts. Ha! Zyklop, lass mich bitte in Ruhe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst, weil... Ich meine aber, dass, Eras Turm der dritte Dungeon ist. Bei einem Dungeon weiß ich mal sogar, wie es heißt.
Das ist auf jeden Fall ein Wüstendungeon. Ich weiß noch nicht, wie er mit dem offiziellen Namen jetzt heißt. Aua. Ich hätte... Aua. Das meine ich. Die Hitbox in Kombination mit den blöden Gegnern, die sowieso irgendwie mehr Damage machen als notwendig. So, stirb einfach. Oh, noch ein Herz. Das finde ich super. Ganz viele Herzen. Ich möchte meine 5 Herzen immer schön voll halten. Ach, na ja, wunderbar. Du bist Spaß. Spaß für die ganze Familie. Der Wüstenkriecher. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen, aber ich nenne es einfach mal Wüstenkriecher. Das ist wahrscheinlich so der Vorfahre von Twin Mold oder irgendwie sowas und ich diskriminiere ihn voll. Vor allem der Vorfahre. Das ist eine Alternativversion, wenn überhaupt. Das war außerdem voll notwendig, dass er jetzt drin war. Da habe ich jetzt voll was bekommen. Ah, ich weiß, ich kann euch versichern, dieser Dungeon hat mich beim ersten Mal einfach nur abgefuckt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich fand ihn einfach unglaublich grausam. Weil er einfach... Ich kann ihn nicht leiden. Nee. Das war so der erste Abfuck-Moment im Spiel. Ich brauche mal meine Bogen wieder. Das ist kein Bogen. Das ist ein Bogen. Glückwunsch, du hast erkannt, was ein Bogen ist. Ey. Was tust du? Ach komm, ernsthaft? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Mach mal das Auge auf. So. Tschüss. Dich habe ich wenigstens ins Auge getroffen. Der andere wollte irgendwie nicht. Er hat so gesagt, nö, heute nicht. Das ist die falsche Richtung, Link. So. Jetzt hoffe ich doch einfach mal, dass es hier irgendwas gibt. Sei es eine Karte, sei es ein Schlüssel, sei es eine Truhe erstmal. Sehr schön. Das ist die Karte. Das ist doch schon mal was. So, ich zünd mal die Lichter an. Das könnte ja eventuell was bringen. Lampe! Woo! Natürlich nicht. Wäre ja auch nur zu schön gewesen. Aber noch ein bisschen mehr Magie. So. Wir haben aber wieder genug Pfeile. Das ist doch mal was. Herzen zwar immer noch nicht genug, aber okay. Eigentlich ist der Dungeon nicht groß. Meine ich jetzt gerade. Ich meine, der ist sogar recht klein. Aber ich finde ihn unglaublich unübersichtlich. Da ist irgendwas und... da oben liegt ein Schlüssel, wollte ich gerade sagen. Und gleichzeitig wollte ich vorlesen, was hier steht, aber egal. Black, hier ist da, hier ist Asrala, hol. Wir sind wie am Telefon. Hey Black, hier ist Asrala, ja, okay, alles klar, okay, ja, ciao. Hol nur mit alle Schätze, die in dem Verliesen versteckt sind. Ach komm, sag mir was ich noch nicht weiß. Ich würde mich freuen, wenn du dann nicht hier drin würdest. So. Da braucht man sogar die Pika... aua. So, Stiefel. Wie? Ich mag diese Zyklopen nicht, weil man sie nicht besiegen kann. In den anderen Zelda-Spielen konnte man sie wenigstens noch mit dem Bogen ausschalten. Hörst du auf mit dem Scheiß. Hier ist irgendwo ein Schalter versteckt. Das wird tödlich. Herz. Rubin. Noch ein Rubin. Nee. Noch ein Rubin. Herz. Schalter. Perfekt. Ich will da oben rein. Ich will wissen, was da oben... Ich habe natürlich keinen Key. Mann. Ich habe natürlich nicht den großen Key. Ich habe einen normalen kleinen Schlüssel. Das bringt... Warum stehen hier überall Lampen rum, die nichts bringen? Das ist total nervig, weil ich denke immer, oh, guck mal, ich habe was gefunden und dann doch nicht. Muss ich echt nochmal diesen blöden Schalter drücken? Seriously? Warum muss man eigentlich... Warum werden diese ganzen Events immer wieder zurückgesetzt, wenn man einmal den Raum verlässt? War mal kurz auf der Toilette und auf einmal blopp. Darf alles nochmal von vorne machen. Mensch. Nein, die komischen Wüstenkrieger, lass mich bitte in Ruhe. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock auf euch. So. Was mich auch ziemlich ankotzt, ist, dass man mit dem Schwert nichts aufsammeln kann. Weil das ging in den anderen Zelda-Teilen, also sowas, Dankeschön. A Link to the Past, ja. Wir spielen nicht gerade zufällig A Link to the Past. Nein. Tut nur so. Genau, hier kann man die Tür öffnen. Da ist, glaube ich, eine Feenquelle hinter. Dankeschön, die brauche ich jetzt sogar mal. Perfekt, eine Fee. Ich nehme eine von den beiden. Ich will nur eine. Dankeschön. Nee, es war ein, Name. In Oracle of Seasons and Ages. Wieder mal haben die Lampen nichts gebracht. Wäre ja auch nur schön. Und in Link's Awakening war es natürlich auch so, dass man, die Sachen einsammeln konnte mit dem Schwert. Hier ist blöderweise nicht so. Deswegen war ich etwas verwirrt beim ersten Mal. Beim zweiten Mal. Hey, den Herz gefunden und gleichzeitig den Geier einfach durch die Gegend gescheucht. Bei Langeweile. Ich gehe einfach mal hier oben lang. Und hier komme ich noch nicht. Moment. Ich brauche hier. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Hirn. Und Geier, hau mal bitte ab. Das ist unglaublich nervig. Wo bekommt man nochmal den, die Krafthandschuhe? Oder das Kraftarmband? Ich weiß ja nicht mehr, was es hier war. Ich glaube, es waren Handschuhe, aber ich bin mir nicht sicher. Bekommt man die hier drinne? Ich meinte doch ja. Aber ich habe hier keine Orientierung. Kennt man ja wieder mal. Aber ich bin hier noch nicht abgekackt. Das habe ich beim ersten Mal nämlich auch grandios immer wieder geschafft.
Abgekackt. Wir haben ja sogar schon die Truhe gefunden vom Dungeon-Item. Uns fehlt nur der Schlüssel dazu. Hm, da war ja was. Hau ab. Dankeschön. Muss ich mal schauen, ob ich da irgendwas finden kann. Nee. Die kaputt. Ich bräuchte einen großen Key. Allgemeine Schlüsseltür wär schon mal irgendwie löblich. Das ist immer so eine Sache mit diesem Spiel. Das ist das Problem bei den 2D-Teilen. Abgesehen davon, dass die Rätsel teilweise echt extrem gemein sind. Ah, da ist eine Schlüsseltür. Ich hoffe mal, da ist der große Key drinne. Aua. Dankeschön, weil in die Falle und dann draufhauen von beiden Seiten. Das ist nicht nett. Ah, Schlüssel. So, ich gehe dahinter. So, weg. Ich bin in der Truhe. Nie! Oh, natürlich kannst du durch die Truhe schießen, war ja auch klar. Dreh dich weiter, dankeschön. Und der Kompass, das ist doch mal eine Sache, dann weiß ich wenigstens, wo was ist. Ich hätte das echt für einen kurzen Moment gedacht, als ich das Ende Ding gesehen habe, dass ich hier noch nicht hätte sein sollen, sondern es war deswegen, hätte hingemusst. So, großer Key, dankeschön. Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel versagen. Das freut mich. Ih. Aua, natürlich renne ich rein. Was erwartet man denn auch von mir? Natürlich renne ich rein. Kennt man doch. Habe ich mit da? Ich habe zwei Feen, ne? Ja, gut. Wollte ich nur gerade geklärt haben. Nicht, dass ich dann nachher da stehe. Oh, ich hatte doch keine Fee. Tot. Nein. Natürlich ist auch. Da war ja noch einer. Ja, ich will auch gleich aufhören. Ich will aber noch einen gewissen Weg zurücklegen. Dann muss ich den nachher nämlich nicht gehen. Ah, noch ein Zyklop. Warum steht da eigentlich in jedem fucking Raum so ein Zyklop rum? Als ob die nicht schon nervig, dankeschön, nervig genug wären. Muss natürlich immer noch rumrennen. So, tot. Gib mir irgendwie ein Herz. Es würde mich ganz doll freuen, wenn mir irgendwer so ein Herz in die Hand drücken würde. Weil ich so ein bisschen viel Schaden genommen habe. So ein bisschen viel Damage. Ah, die Sachen werden resettet. Okay, dann gucke ich mal, ob ich hier was finde. Herz. Vielleicht finde ich ja hier ein paar Herzen. Das wäre schön. Gott, was machst du da? Link. Oh Gott, Scheiß. Schlüssel? Schlüssel. Fast Schlüssel, ja. Schalter. Ah, Gott, alles mit S. Ist doch schlimm. So, und Leute, im nächsten Part werden wir sehen, was sich in dieser Truhe verbirgt. Ich habe es vorhin überhaupt nicht schon angeteasert, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob es wirklich das war, aber egal. Wir sehen uns, yes, voll Deutsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda Link to the Past. Bis dahin. Ciao.